Böhmer lobt Integrationsfortschritte. Berlin. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Maria Böhmer, CDU, einen neuen Migrationsbericht vorgelegt. Demnach leben in Deutschland inzwischen mehr als 16 Millionen Menschen mit fremder Abstammung, im Bericht als Migrationshintergrund definiert. In der Presseerklärung zum 256 Seiten starken Bericht lobt Böhmer Integrationsfortschritte. Darunter versteht Böhmer aber nicht die Anpassung von Zuwanderern in die deutsche Kultur, sondern etwa die Erhöhung der Ganztagsbetreuungsquote von Einwanderern in Kindertagesstätten. Folgerichtig wird in dem Bericht selbst Integration nicht im Sinne von Anpassung verstanden, sondern lediglich als wirtschaftliche und soziale Teilhabe an der Gesellschaft. Ein Fortschritt der Integration bemisst sich demnach daran, dass sich die Lebensbedingungen von Personen mit und ohne Migrationshintergrund einander angleichen. So finden sich in dem Bericht auch keine Forderungen an die Einwanderer, sondern lediglich Angebote des Gastlandes und Forderungen an die steuerzahlenden Einheimischen und Zugewanderten zur Unterstützung und Förderung von Fremden. Das Wort Kosten kommt in dem 256 Seiten umfassenden Bericht kein einziges Mal vor. Das Stichwort Kriminalität findet sich vor allem im Umfeld eines Diskriminierungsvorwurfes an die Einheimischen. Eine im Bericht erhöhte Ausländerkriminalität, die immer noch doppelt so hoch ist als die der Gesamtbevölkerung, wird als Ausdruck mangelnder Integration sowie gesellschaftlicher Diskriminierung gewertet. Politisch hat der Bericht kaum Resonanz gefunden. Eine kritische Auseinandersetzung auch im rechten Parteispektrum fand nicht statt. Lediglich Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, hat jetzt in einer Erklärung bekundet, die Integration weiter fördern zu wollen, wie RP Online meldet. Thema wird der Bericht überdies bei der anstehenden Kulturministerkonferenz sein, die über eine verstärkte Sprachförderung berät.